liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind heute hier, weil wir zusammen ein kleines Stück Geschichte schreiben wollen. Wir wissen um die Größe dieser Aufgabe und wir wissen auch um unsere Verantwortung. In nur 2 Jahren eine Partei aus dem Boden zu stampfen, die von Tag 1 an politisch handlungsfähig ist. Und das in der aktuellen Gemengelage und unter den Augen der Öffentlichkeit, das ist eine Herkulesaufgabe. Aber aus ganz Deutschland sitzen heute die Mutigsten und die Entschlossensten hier im Saal. Und ich sage euch, mit niemandem anderen würde ich diesen Weg lieber starten als mit euch. Vielen Dank an euch. Wir kommen aus unterschiedlichen Parteien. Wir kommen mit unterschiedlichen Geschichten. Aber wir kommen aus gemeinsamer Verantwortung zusammen. Denn unser Land steckt in der Krise. Ein Krieg in Europa, der nicht enden will. Eine Inflation, unter der die Menschen leiden. Ein System, in dem die Armen verzweifeln und die Reichen sich die Taschen vollstopfen. Und ein politisches Chaos, in dem die Rechten gewinnen. Und deswegen jetzt eine Partei, die den Rücken gerade macht und sagt, es reicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn man sich fragt, wo die Wut im Land denn eigentlich herkommt, dann muss man nicht lange suchen. Das Tanken, die Butter, die Miete, das Heizen, alles wird immer teurer. So viel kann manch einer gar nicht mehr arbeiten, um da noch hinterherzukommen. Und eigentlich bräuchte es doch jetzt eine Regierung, die sich schützend vor die Menschen stellt und die ihnen hilft. Aber wir haben die Ampel. Statt zu helfen, macht sie es noch schlimmer. Die erhöht in dieser Lage doch ernsthaft wieder die Steuern auf Energie. Und dann hilft die Regierung nicht mehr bei den Netzentgelten, was den Strom noch teurer macht. Und dann erhöhen sie den CO2-Preis, um die Leute mitten in der Inflation über höhere Preise zu besseren Menschen zu erziehen. Ja, was ist das denn? Was für eine Arroganz der Macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erziehung statt Hilfe, das ist die Ampel. Und dann erzählt uns die Regierung, dass sie leider bei uns allen sparen muss. Für nichts ist mehr Geld da, außer für den Krieg und für Waffen. Da haben sie Milliarden übrig. Ansonsten aber sagen sie, sie haben kein Geld mehr. Ich aber sage, nur 3% des Steueraufkommens kommen aus Abgaben von Vermögen. Und ich sage auch, die 5 reichsten Menschen in Deutschland sind in den letzten 3 Jahren um unglaubliche 75% reicher geworden. Auf ihr eh schon astronomisches Vermögen kamen 3/4 oben nochmal drauf. Es gibt in unserer Gesellschaft an der Spitze Geld wie Heu. Es ist nur die Ampel, die das Geld der Milliardäre ums Verrecken nicht haben will. Die greift lieber der Bevölkerung in die Tasche. Und deswegen sitzen wir heute hier und machen das nicht mit. Die sparen lieber an unseren Schulen. Die sparen lieber an unseren Krankenhäusern. Die sparen lieber an den Bauern, die wurden doch von der Bevölkerung gewählt. Aber Politik machen sie für Banken und für Konzerne und für deren Besitzer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist die Wahrheit. Aber es ist nicht nur die Regierung, die ausfällt. Es ist auch ein Versagen der Opposition, das wir erleben. Und ich rede jetzt nicht über die CDU, die an vielen Problemen, die wir heute Abend haben, mit Schuld ist. Und ich rede auch nicht über die Linken. Ich rede über die AfD, die sich von der Verzweiflung der Menschen ernährt. Was aber hat diese Partei denn als Alternative zu bieten, was die Verzweiflung reduzieren würde?
Eine wissenschaftliche Untersuchung des AfD-Programms zeigt, am meisten profitieren Menschen mit einem Jahreseinkommen von 300.000 Euro oder mehr von der AfD-Programmatik. 300.000 Euro pro Jahr oder mehr, das ist die Zielgruppe der AfD. Es gibt keine einzige Partei im Deutschen Bundestag, von deren Steuerprogrammatik die Milliardäre mehr profitieren würden als von der AfD. Das ist doch keine Anti-Establishment-Partei, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist eine Partei für die Reichen und Mächtigen hinter der Fassade. Die AfD will die Bauern unterstützen, wenn die wegen Subventionsstreichungen demonstrieren. Aber im Parteiprogramm der AfD ist das Kapitel Landwirtschaft überschrieben mit weniger Subventionen. Liebe Bäuerinnen und Bauern da draußen, bitte lest euch das Programm der AfD durch. Die wollen euch einen Bären aufbinden. Alice Weidel redet im Bundestag über, Zitat, bürgerfeindliche Verarmungspolitik. Aber als im Bundestag über die Erhöhung des Mindestlohnes abgestimmt wurde, da haben die nicht zugestimmt. Die hätten nur den Arm heben müssen. Das haben sie aber nicht getan. Für die hart arbeitenden Menschen da draußen mit Bullshit-Löhnen, die gerade am Fernseher sitzen. Die AfD kümmert sich einen feuchten Kehricht um sie und ihre Probleme. Und das ist die Wahrheit. Immer wenn es ums Geld geht, immer wenn es ernst wird, dann steht die AfD fest an der Seite dieser Regierung und aller Regierungen davor. Das ist doch keine Antisystempartei, die sind das System, aber in undemokratisch und gemein, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist die Situation. Es versagt die Regierung und es versagt die Opposition. Und deswegen kommen wir heute hier zusammen. Wir wollen eine Partei, die sich wieder für die Gemeinschaft einsetzt. Eine Partei, die in einer gespaltenen Gesellschaft Brücken baut. Eine Partei, die zuhört, anstatt zu belehren. Wir wollen eine Partei, die sich mit den Mächtigen anlegt, anstatt sich wegzuducken. Die wollen uns den Mund verbieten, wenn wir über Frieden reden. Ich sage euch, Freundinnen und Freunde, nicht mit uns. Und deswegen wollen wir eine Partei mit mutigen Mitgliedern, die fest zusammenstehen, auch dann, wenn der Sturm kommt. Wir wollen eine Partei, in der der Dienst an der politischen Sache wieder wichtiger ist als der Dienst an den eigenen politischen Interessen. Wir wollen eine Partei, in der das Wir wichtiger ist als das Ich. Wir wollen Politik machen mit Ecken und mit Kanten und mit klaren Worten, aber mit einem klaren Kompass auf Frieden und auf Vernunft und auf Gerechtigkeit und auf Freiheit. Und damit beginnen wir heute. Dankeschön. Applaus